Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Penzig. Jetzt gehen wir mal hier in die eine Palast hier von der Trüffelstadt. Bertie hat mal schon von euch Bericht. Der ist ja auch überall, der Kerl. Oh, dir seid's. Wer lieber soll ein erneuert werden? Derzeit kenne ich. Der Kerl ist definitiv überall, wo der Punk abgeht. Der König ist drinne. Und du? Und das echt erlaubt ist im König. Okay. Und was ist mit dir, Dancing Shroom? Nacht kostet 50 Goldmünze, machst bleiben. Ja, komm. Das war ein bisschen arg überteuert, war die gammlische Strohbetter, aber pff, jo. Wenn man sagt, wenn zwar ein Pilz reicht, dann reicht es auch für mich. Bei der Gelegenheit kann ich mich auch mal gleich wieder hochpowern. So. Und vom König sollte man definitiv nur ausgeruht erscheinen. Ach, wenn es ein Pilzkönig ist. Naja. Okay. Dann lassen wir den guten Mann nach nämlich warten. Und wie sieht's hier aus? Ich hab einen weißen Drache gesehen. Hat richtig goldig ausgesehen. Und der Vorfahren konnte noch Drache fliegen. Weiße Drache, glaube ich. Und gerade gestern ist schon ein Drache in der Höhle im Norden gesichtet worden. Wie ihr auf Drache reiten könnt, naja. Die Legende noch weiß ein Mannerdrache, der die Festung zerstört hat. Heute leben in unserer Welt der Tiere, die dem Mannerdrache sehr ähnlich sind. Und vielleicht habt ihr sie schon über euer Köppi wegfliegen sehen. Mhm. Diese Violette. Das sind kleine Mannerdrache. Ein Ritter. König Pfifferling ist ein toller Herrscher, meistens. Ihm fehlt leider seine Frau, die Königin Morchel, nenne ich sie jetzt einfach mal. Hallo, du bist der Wanderheld, oder? Ich hab schon von dir gehört und ach, wir haben hier Legende. Ihr seid was mit Kultur? Niemals. Auf dem Rücken vom Drache. Schwert in der Hand. Rettet der Held das Mana-Land. Ja, wunderschönes Lied. Das hast du bestimmt immer in deine Kinder vorgesungen. Okay. Das war tolles Kulturgut. Dankeschön. Du bist der Held von dem Lied. Ganz sicher. Gerade gestern hat jemand einen weißen Drache gesehen, der mit einer Natter gekämpft hat. Nimm den Ausgang rechts im Erdgeschoss, um zur Höhle vom Drache zu kommen. Verlost? Ich weiß, wo der ist, aber erst finden wir den Drache in der Höhle. So, dennoch erzähle ich euch, wie ihr zum Palast kommen. Ah, noch etwas, aber habe ich etwas für euch. Na gut. Von Pfifferlinge soll man Geschenke ablehnen. Wobei Pfifferlinge in der Suppe natürlich sehr viel besser sind oder an der Soße. Oh, ich liebe Pfifferling. Speerorb erhalten. Aha. Okay, das ist schon mal gut. Ist jetzt zwar auch eher irgendwie von der niedrigeren Mana-Waffe, aber man beschwert sich ja nicht. Okay, das ist nur als Deko, das ist keine richtige Idee. Und jetzt wissen wir auch, warum der Berti hier ist. Ihr seid sehr begeistert, uns zu sehen, unserem Kumpel. Wenn die Waffe darf's dann sein. Mach doch mal aus dem Eisenspeer einen Biest-Harpune. Ja, wer hätt's gedacht? Ich sicher nicht. So, jetzt will ich noch, dass der Pilz sie für uns speichert. Ein Nacht kostet 50 Goldmünze, magst bleiben. Nee. Aber magst du Spielstand speichere? Ah, jo, will ich das Knechtel. So. Jetzt gehen wir da runter. Und was sagst du jetzt? Ihr dürft passieren. Na, Grumpy Shroom. Sehr schön, dann können wir jetzt nämlich auch zu der Nordhöhle. Muhahaha. Okay. So lauert auf jeden Fall schon was Bitterböses. Unmittelbar in der Verwandtschaft, in der Nähe. Also die wohnen hier auf jeden Fall nicht sehr einfach, die Pilze. Und dich krieg ich. Oder ach nett, naja, ganz episch drauf vorbeigerannt. Aber es ist episch passiert. So, von daher. Näh, komm her, du Knottel. Zack. Uah.
Ja, natürlich, die Müll da voll reingerannt ins bewusstlos machende Blubbergas von einer ekligen Dunnerkrabbe. So, kommen wir wieder auf die Bell. Genug geträumt, Prinzessin. Und weiter geht's. Zack. Poseidon Grott ist bewusstlos. Und du bist jetzt mein auserkorenes Ziel und hast dich gerettet durch der scheiß Donnerklinge. Ah, ne, doch nicht. Sehr schön. Vielleicht hilft der Tod, deine dumme Zauber zu unterbrechen. Ja, Mann, Mann, Mann. Also Traumtulpe kann schon echt lästig sein. Aber das hält doch glücklicherweise für Ewigkeit. Und hua. Die Krähe werden sie jetzt auch noch vergift. Damit sich auch bloß lohnt. So, davor hat sie Level 19 erreicht. Der Heinz übrigens auch. Ja, die hat jetzt einfach nochmal, um mich zu ärgern, hinter die Pilze gemüsst. Mädel, Mädel. Okay. Da sind wieder Minus-Kreaturen. Aber das muss immer ein bisschen stärker als vorher. Und daher könnte das eher was werden. Und habe ich dich. Und habe ich dich noch nicht. Mist. Gretel. Sei mal so gut. Und heil deine Freundin. So. Perfekt. 402, wenn es auf eine Person geht. Das ist natürlich echt praktisch. Oh, eine Minus-Euler. Und gleich mal mit der Axt auf der Schädelkarte mit Level 3. Dann komm her. So, Minus-Eule ist erledigt. Das spricht für sich, ja. Boah, dieser dämliche Ninja-Kauz. Machen wir den jetzt mal fertig. Ha, wie schmeckt der das selber konfus zu sein, ha? Mistvieh. Okay, jetzt können wir definitiv wieder unser Peitschel gebrauchen. Die Kettenpeitscher. Zack. Sehr schön. Und ich mag aber wieder die Schlachtaxt haben, weil das so derzeit das Beste ist, was ich zur Verfügung habe. Es hat eine Minus geboren. Ah na. Zwei Minus hat das Vieh ausgekackt oder was auch immer gemacht. Auf jeden Fall ist es ziemlich ekelhaft gewesen, Zeuge von dieser Blitzgeburt zu werden von sofort kampfbereite Minus-Kreaturen. Ekelhafte Eule. Stirb für diesen Frevel. Gut, im Dreckbatze-Geschleudere konnte ich das mal ausweichen. Sehr schön, der hat auch noch was abkriegt. Dann halt auf Dendo. Zack. Und jetzt auch du, damit du auch was davon hast. So, wunderbar. Truhe hinterlassen sie Kenny. Ja, da ist es wieder. Tötet's, bevor es Eier legt. Ja, schon passiert. Mann, 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 Mann. Ekelhaft. Ich war glücklicher, als ich den Fakt Nimi im Kopf gehabt hab. Na gut, da haben wir halt ein paar Mal drauf. Gute Verursacher ist schon mal tot. Und jetzt du. Unheilige Kreatur. Helga erreicht Level 19. Sehr schön. Also so allmählich sind wir jetzt wirklich auf dem richtigen Level und Enemy meileweit Abstand zueinander. Das ist schon mal gut. Schokolade, sehr, sehr gut. Ein hoher Heilgegenstand. Das ist gut. Brauchen wir nochmal die Kettenpeitscher. Boah, das muss auch richtig übel sein, mit seiner ewig lange Kette ausgepeitscht zu werden. Alter Falter. Wenn ich mir erst gar nicht vorstelle, wie weh das tut. Mann, Mann, Mann. Okay, da ist nur der lustige Tümpel der Poseidon-Kröten. Und ich habe sie offensichtlich bei ihrem Krötenkram gestört. Naja. So what? Jetzt sind sie tot. Und hier ist nichts mehr. Oh nee, wieder zwei von. Jetzt sind es einfach zwei von deine Viecher.
Linos Eule ist bewusstlos. Okay, das nutzen wir doch gleich mal aus. Um das Vieh. Ah, toll, die Helga ist mal zuvorkommen. Eigentlich wollte ich ihn so direkt angreifen, aber es hat andere geklappt. Sehr schön. Ja, die Gretel hat dafür echt gut die Zauberabwehr, muss man sagen. Also solche Angriffszauber schluckt die echt ziemlich gut runter. Im Gegensatz zu unserer Koboldin, die ja angeblich gegen all die Mana-Sache immun sein soll. Haha, wer es gab, erzähle ich. Entschuldigung, das war auf. Das war ein Schlickser gerade eben. Ich hasse das, dieses Geräusch. Aber glücklicherweise war das kein voll ausgebildeter Schlickser, das war nur Anna. Weil wenn ich das hab, dann kann ich echt keine klare Sätze mehr formulieren vor lauter Rumgeschlickser. Also für alle, die das noch nicht kennen, den Begriff bei mir, Schlickser ist Schluck auf. Oh Mist, voll der Neber. Bleibst du wohl stehen, wenn wir dich attackieren, du Mistvieh? Minos Euler. Hammel dicker Dieren. Du wirst einmal durch alle Schadensdinger durchgezogen, bis du platscht. Grad war das. Und nimm das. Ich sehe ein bisschen aus wie so Zeichentrick, wie so Comicfigur, aber ich weiß es nämlich, wie die heißen. Da gab es dann früher so Comics dazu, zu deiner Kreatur, zu dem Ding, was ich domain. Ich weiß nicht, das war glaube ich weiß-rot oder so. Und hat auch so komische Frisur gehabt. Ach ja. Ich weiß aber echt nicht mehr, wie es Käse hat, aber ich glaube, das ist euch alle irgendwie im Begriff, die ihr in etwa so mein Alter habt. Gut, Ninja Chaos ist konfus, hat zwar eigene Medizin geschluckt. Und ich versuche hier nur die ganze Zeit auszuweichen von dem Mistvieh. So, und da wollte ich noch dran. Ja, was ist dann drin in der guten Truhe? Heilkräuter, sehr schön, die kann ich gut gebrauchen. Okay, wie schaut's hier aus? Rätsel-Aura Level 4, die kann ich behalten. Das kann ich ja gleich sagen, die kann ich nicht behalten, die dappig Rätsel-Aura. Ninja Kauz ist bewusstlos und lässt Federn, und zwar jede Menge. Okay. So. Zack. Ihr dürft ruhig drauf hauen, ja. Geht doch. Ja, die haben schon ordentlich Abwehr, du, die Gegner. Also generell muss man sagen, bei dem Spiel, die Abwehr bei deinen Gegner ist echt teilweise fies. Man kommt teilweise gar nicht durch die Angriffe. Und Angriffe werden teilweise unterbrochen, weil man in irgendeinen anderen Angriff reingeht. Das ist schon etwas gemein. So, Analyse. Rockys Magie könnte helfen. Okay, interessanterweise ist der jetzt auch so mit so einem Braunschimmer versehen. Finde ich eigentlich auch ganz cool gemacht. Und dann packen wir nochmal Schlammbombe drauf. Und hua. Irgendwo ist ein Felsen runtergefallen. Ja, das ist dann wohl Rockys Magie, ach, zu verschuldet, der als Erdpatron so natürlich viel davor kam. Jetzt ist hier der Weg offen. Also sorry für das dumme Rumgebampel. Wenn ich konfus bin, das dauert wieder eine Weile, bis ich ein... Ja, jetzt ist der Konfusionsstatus auch weg. Ja, auf die Gretel kann ich ruhig zaubern. Die ist anfälliger gegen normale Angriffe als gegen die Magie. Sehr schön, das hat mir beide getroffen. Und... Minos ist bewusstlos. Komm, drauf und der Wetter. Alter Falter, ich stehe doch direkt davor und attackiere dann. Ah, Mann. Also manchmal mag ich diese Spielengine echt nicht. Aber trotz allem, es ist und bleibt ein cooles Spiel, wie ich finde. Es ist ein absoluter Klassiker für das Super Nintendo und gehört auch immer noch zu meinen favorisierten Spielen, muss ich auch dazu sagen. Ganz klipp und klar, offen und ehrlich. Es gehört immer noch zu meinen favorisierten Super Nintendo Spiele. Einfach nur, weil das auch alles wie so ein Märchen wirkt, was ich schon eh ganz schön finde. Aber die Steuerung bzw. die Kampf...
Das Kampfsystem ist teilweise schon echt mies und unfair. Muss man auch an der Stelle klipp und klar sagen. Autsch. Autsch. Unser Kobold, den hat der Blitz getroffen. Ja, du hassenswertes Vieh. Und ich hätte gerne noch ein bisschen Wasser für die Helga. Dann machen wir erstmal diese ekelhafte Eule platt. Jawohl, sehr gut. Jetzt lass dein Wut an deiner Minos-Kreatur aus, aber irgendwie bringt das nichts. Das ist halt das. Minos ist erledigt. Hoffen wir es doch. Stirb! So, jetzt gräbt er sich wieder ein. Und da ist er wieder. Gott, das war's. Wollte gerade sagen, ich glaube, da ist auch schon der Endboss. Okay. Oh, da ist er. Mach doch mal bitte eine Analyse auf die Meuchelnatter. Mhm. Okay. Mhm. Elektra. Okay, sehr schön. Dann mach doch mal einen Blitzschlag auf das Vieh. Das hat anscheinend schon ein bisschen was abgezogen. Okay, mach doch nochmal einen Blitzschlag. Auf die meuchelnde Natter. Die versteckt sich gerade. Aber die wollte ja ganz offenbar der weiße Drache angreifen, die Natter. Siehst du, die wären in einem Kampf gegeneinander. Okay. Nein, Heinz ist klein. Und kriegt ordentlich auf das Sack, der Heinz. Okay, dann machen wir einen Arkanschub hinterher. Während ich mir noch so Heilkräuter reinzwirbel. So Radiesel. Und Gretel ist klar. Und die Helga ist auch noch klar. Gewittert und Keidel. Jetzt sind wir alles Zwerge. Okay, nicht so gut. Sorry, ich muss Prioritäten setzen. Ich hoffe, euer kleinen Zustand ist nur von geringer Dauer. Oh Mann. Oh Jesus. Oh Mist. Komm schon her. Meuchelnatter ist erledigt. Ach, wär's doch nur so. Oha, scheiße. Die können jetzt auch keine Zauber, oder? Doch. Okay, Gretel. Ich mag, dass du nochmal auf uns aller Heilung wirkst. Scheiße, die sind beide tot. Mist, Gretel ist hinüber. Okay, dann müssen wir sie halt wiederbeleben. Und die Helga genauso. Ich hoffe, das lohnt sich, dass ich jetzt zwei Heilwasser davor verschwendet habe. Die Gretel ist gerade wieder klar. Okay, Gretel, davor kannst du mal einen Qualatur und kannst mal Agamans heilen, heilen. Gott. Sehr schön. Dafür macht es halt wendige Heilung. Weil es Clay ist. Hopp, als Ruf, als Ruf. Mist, das hat jetzt wieder nicht getroffen. Und immer wohl auch wieder die Phase ausnutzen, wenn das Vieh mal stehen bleibt. Ja. Gott, das hat wieder getroffen. Ja, ach, wieder. Gut, dann kriegt die Helga erstmal eine Kuze. Und die Gretel hat schon. Sehr gut. Okay, komm her, du. Manometer. Gut, jetzt lade ich erstmal auf. Und dann kann das viel mehr kommen. Ja, komm her. Gut. Ja, so viel hat das jetzt auch nicht abgezogen, wenn ich auflade. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Halt dann mal nochmal uns alle. Klatsch. Sehr schön. Nein. Bin ich auch gezwergt worden. Okay, Gretel, du kannst aber eine Heilaura auf uns alle machen. Ich glaube, das dürfte auch helfen.
Jawohl, jetzt sind sie alle wieder groß. Gut. Okay, erstmal fort. Jawohl, sehr gut. Puh! Manometer. Endlich wieder ein Schwertorb-Erhalter. Gretel erreicht auch noch Level 20, genauso wie der Ackermanns Heinz. Das ist natürlich echt praktisch. Okay, dann können wir jetzt mal um Drache Sache, dass er keine Angst mehr haben muss. Und dass alles gut wird. So, komm schon mal her. Und wo ist er dann, der gute Drache? Gute weiße Drache. Überall Löcher, wo Licht reinkommt. Das ist er. Hey du. Das soll der weiße Drache aus der Legende sein. Oh. Die Meuchelnatte hat wohl sein älterer Gefresser. No. Armer, horiger Drache. Wir können unmöglich hier los, er wird zum Sterber. Aber er ist zu groß, um nur herumzutragen. Bring mal mal zum König Pfifferling. Och Gott. Ich finde es halt nur etwas irritierend, dass die Drache hier horig sind. Das ist wohl wahrscheinlich eher im japanischen Kulturkreis geschuldet. Aber ich mag Drache doch lieber nur rein mit Schuppe. Hält euch nur auf, ich kümmere mich um den Glöder. Aber Hoheit, schweig! Ihr drei gehen jetzt, ich pass schon auf den Uff. Was halt denn davon, wenn ich einen Lufti nenne? Würg. Was ist? Warum seht ihr mich so seltsam an? Ich, wie dem auch sei, der Drache ist ab jetzt Lufti, okay? Gut. Lufti klingt sehr hübsch und damit hat sich's. Das kann nur die Reiseberäume suchen, das hat übrigens wieder aufgemacht. Ihr findet Feuerverlast irgendwo in der Wüste von El Sandala. Alle hopp. Ah. Goldiger Wicht. Oh, Lufti wird immer größer. Der ist doch gerade hier 2 Minuten bei dir, du Hanebambel. Ihr seid's. Wer lieber auf Soldaten erneuert wäre, Ackermann. Hier steht Mosaras Breitschwert. Und es ist jetzt Schorfschwert. Igitt. Das klingt schon irgendwie ekelhaft. Aber wir rüsten uns wieder damit aus. 45 ist zwar etwas schwächer, aber Schwert ist nach wie vor irgendwie die beste Waffe, finde ich. So, bei dir würde ich ganz gern speichern, Dancing Shroom. Ja, kostet 50 Goldmünze. Nee, danke, die Meuchelnatte hat uns schon geheilt. Aber ich mag den Spielstand speichern. Und ich geht's Sarie, liebe Leid. Wir sehen uns dann auch morgen wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, Iron Yankee.